Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute schauen wir uns das neue Video von Sascha an. Das ist ja schon 2 Tage draußen, ich bin ein bisschen spät, ich weiß, aber ich dachte mir, besser spät als nie. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Das Video heißt nämlich Toilettenpapier 200 Euro Verhandelsbasis oder Verhandlungsbasis? Verhandlungsbasis wahrscheinlich, oder? Wir sind ja hier in einem deutschen Wir sind in einer deutschen Bundesrepublik. Freunde, das Video hat gerade einen ganz komischen Turn genommen. Ich entschuldige mich für alle Eventualitäten. Leute, wir schauen doch einmal rein. Ja, interessant, dass hier schon bei Toilettenpapier, bei dem Wort Toilettenpapier, das Corona-Ding hier angezeigt wird. Zufall? Ich denke, ja. Wir schauen rein, Leute, let's go. Heute ist endlich soweit. Heute hat mir Luca mal wieder Jodler vorbereitet. Och, Jodler. Beim letzten Mal, alle haben sich beschwert, weil ich gesagt habe, Jodel ist für behinderte Studenten oder so. Und alle in den Kommentaren sind ausgerastet. Gut, Leute. Jodel ist vielleicht auch für normale Leute, die aber trotzdem ein bisschen komisch sind. Aber ist okay. Ich akzeptiere euch hier. Kommt, ich akzeptiere euch. Für solche Leute ist es. Aber nicht irgendwelche Jodelbeiträge, sondern Corona-Jodelbeiträge. Oh mein Gott, yeah! Das heißt, das heutige Video wird okay. Nur gefüllt sein mit Corona-Beiträgen. Oh. Ich würde sagen, erster Jodelbeitrag, let's go. Kids 2020, be like. Mama, gehen wir noch zu McDonald's. Nein, Kind, wir haben noch 50 Dosen grüne Bohnen mit Möhrchen daheim. Und da gehen Grüße raus an alle, die haben... Aber Ehre, Freunde. Ehre, Möhrchen. Möhrchen sind geil, Freunde. Diese kleinen Baby-Möhrchen, die sind geil. Hamster-Einkäufe tätigen, wirklich Dankeschön, dass ich keine Chance mehr habe, Toilettenpapier zu erwerben. Ey, it's real talk, Leute. Grüße gehen raus an den Herrn, dem heute sein Lutscher in der U-Bahn heruntergefallen ist, er ihn einfach wieder aufgehoben hat und in den Mund gesteckt hat. Vor dir hat selbst Corona Angst. Holy shit, Leute. Ey, Leute. Nee. Ich schäme es. Nee. Vor allem in der U-Bahn. Da sind Haare und so auch. Ich sehe immer, wenn ich in der U-Bahn bin, Leute kotzen. Auf dem Boden. Manchmal bin ich es auch, aber es kommt selten vor, Leute. Manche Leute schrecken vor gar nichts zurück. Die Kassiererin fragt die Frau vor mir: Na Heike, heute einen Sack Kartoffeln mehr? Hast du Angst vor Corona? Die Frau: Nee, die Schwiegereltern kommen. Das ist schlimmer als Corona. Real Talk. Bei den ganzen Corona-Fans stellt sich mir jetzt nur eine Frage. Holzmichel noch? Ja! Oha, oha, Jens, Hallöchen, Popöchen. Alter, oh. Ja, naja, wir bleiben drin, oder? Ja. Corona kommt und geht. Real Talk, Freunde, Real Talk. Desinfiziere mir im Bus die Hände. Teenager, du solltest auch eine Gesichtsmaske tragen. Ich, das hilft nicht gegen Ansteckung. Er, aber du bist hässlich. Rest in peace, Alter. Harry Potter is dead! I doubt it. You're a wizard. 10 aus 10, Papa Platte, wie, Alter. Tinder Date. Sie: Hey, wegen Corona würde ich gerne auf Hände schütteln oder umarmen verzichten. Ich: Hey, ja klar, kein Ding. 2 Stunden später, auch sie: Wir brauchen kein Kondom, ich nehme die Pille. War das Peter? Das sieht aus wie Peter. Nee, okay, war nicht Peter. Wenn meine Kinder später fragen, wie 2020 war. Real Talk, Alter. Ich bin reich! Wenn ich Corona bekomme, besuche ich erstmal das Finanzamt. Die wollen sonst auch immer die Hälfte abhaben. Wenn das Virus erstmal da ist. Ey, der arme KS, Alter, Bruder. Tut mir ein bisschen leid, so. Tut mir ein bisschen leid. Jetzt fragt man sich natürlich, Wuhan hat gelegen. Hallo, Wuhan. Oh, oh nee, Digga, oh nein. Der war recht. Oh mein Gott, der war echt low. Wenn das Virus erstmal da ist, fragt man sich natürlich, Wuhan hat gelegen. Hallo, Wuhan hat gelegen. Krombacher, wie das Land, so das Paulaner. Der Semesterstart in Bayern und Baden-Württemberg verschiebt sich, aber... Sorry. Alle spielen im Garten, außer Mona. Okay, aber der war irgendwie lustig schon wieder. Ach, ich weiß es nicht. Komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, um diese Packung Nudeln zu gewinnen. Musst du jetzt einfach nur einen Kommentar unter diesem Video da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt. Oh, das habe ich gesehen, ey. Das habe ich gesehen, Freunde. 10 aus 10. So dumm, Alter. So dumm. Diese scheiß Schildkröte ist so dumm, Alter.
Schildkröte hätte nur dahin machen müssen. Richtig dumm. Richtig dumme Schildkröte, Digga. Freunde. 10 aus 10. Da waren ein paar gute Jokes dabei. Da waren ein paar gute Jokes dabei, Freunde. Ich kann euch auch mal... Ich kann euch was für den Flex zeigen, Freunde. Ich will jetzt nicht... Ich will euch nicht zu sehr rumflexen. Ich will nicht zu sehr rumflexen hier, Freunde. Aber seht ihr das? Seht ihr das? Freunde. Das ist das gute Zeug. Das ist das gute Zeug. 99,9%. Das ist das gute Zeug, Freunde. Tja. Für den Flex, Freunde. Gut, das war's mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Ich versuche, ein paar mehr Videos rauszuhauen, deswegen sind es vielleicht ein bisschen kürzer. Aber auf jeden Fall 4 am Tag. Heute Abend, 23.30 Uhr, Livestream auf Twitch. Die neuen Deutschrap-Sachen werden abgecheckt. Kommt gerne vorbei, aber nur, wenn ihr euch die Hände auch gewaschen habt. Sonst lasse ich euch nicht rein in den Chat. Und deswegen hoffe ich, dass ihr die Zeit irgendwie ein bisschen totschlagen könnt hier mit den ganzen Videos. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh. Hey, so wie immer. Und tschüss.